Bauern zum Morgen. Hallo zusammen, heute machen wir zusammen etwas einfach Gutes. Und das zwar ein Bauern zum Morgen. Wir haben dem früher so gesagt, heute sagt man einen Käsetöpfel. Ich bleibe bei Bauern zum Morgen. Für das nehmen wir 250 Gramm festkochende Hähtöpfel und schneiden die etwa eine halbe Zentimeter dicke Scheiben. Dann brauchen wir etwa 100 Gramm Käse. Da eignet sich praktisch alles dazu. Was gerade noch an Resten rum ist, kann man zusammenreiben. Ich habe jetzt noch ein bisschen Sprienz und Greyerze zusammengerieben. Dann 80 Gramm Speckwürfel. Eine Zwiebeln. Schön fein geschnitten. Etwa 20 Gramm Butter. Und ein bisschen Pfeffer. Und Paprika. Zuerst stellen wir die Hähtöpfel im kochenden Salzwasser kochen, bis sie fast lind sind. Wenn die Hähtöpfel fast lind sind, schütten wir sie ab, geben sie zurück in die heisse Pfanne, stellen sie wieder auf die Platte und schwenken ein bisschen. Die Platte schalten wir aber abschalten, so geht der Rest Dampf raus. Dann erhitzen wir die Butter in einer Bratpfanne, geben Speckwürfel, Zwiebeln und Hähtöpfel dazu. Stellen sie ein bisschen mit Pfeffer und Paprikapulver würzen. Jetzt soll ich es kurz anbröteln. Dann geben wir den Käse drüber. Und lassen den schön schmelzen. Und dann ein bisschen rühren und drehen, bis der Käse schön ein bisschen Farbe annimmt. Wer gerne noch etwas Fleischiges dazu hat, passt wunderbar ein Wienerli oder ein Schweinswürstchen dazu. Und sonst Salat, Äpfelschnitz oder Äpfelmus. Ich wünsche einen guten Zusammen.